Hi Leute, heute wollte ich mal ein Video über das Thema machen, allein sein und wie man es, denke ich, eben lernen müsste, immer wieder allein zu sein. Die meisten Leute können einfach gar nicht allein sein. Und ich denke, allein sein ist eine Grundvoraussetzung, um Menschen offen begegnen zu können, um wirklich eine richtige Beziehung aufzubauen und einen richtigen Partner zu finden und so weiter. Ja, neulich habe ich das Zitat von Osho oder so mal gelesen, eben für irgendwo einen Spruch auf so einem Bild. Nur wer allein sein kann, eben ist auch bereit, um, ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat, ob der Spruch so ging, dass auf Partner jetzt bezogen oder auf allgemeine Beziehung. Auf jeden Fall, nur wer wirklich allein sein kann, ist frei und unabhängig und kann wirkliche Beziehungen eingehen. Bei vielen beruhen Beziehungen auf Abhängigkeiten einfach. Und ja, wenn eine Beziehung eben darauf aufbaut, dann ist es einfach nichts Längerfristiges. Bei den meisten ist es ja nur so, wenn du wirklich nämlich allein sein kannst, dann gehst du nur Beziehungen ein, die dich auch wirklich erfüllen, weil wenn nicht, kannst du deine Zeit auch allein verbringen. Und genauso das mit Partner suchen oder immer dieses, ich wäre glücklich, wenn ich irgendwie die Freundin hätte und dann ist alles wieder gut und so. Und ich denke, das Erste, was die Leute machen müssen, die auf Partnersuche sind, die müssen erstmal mit sich selber klarkommen. Und sobald man allein sein kann, sobald man glücklich ist allein, dann kann man auch Beziehungen, wirkliche Beziehungen eingehen. Und die dann nicht einfach nur auf einem Ausnutzen beruhen und auf einem sich besser fühlen, weil man dann von einem anderen umgeben ist. Und ja, sondern eben Beziehungen eingehen, die darauf beruhen, dass man einfach Zeit mit jemandem verbringen kann, eine gute Zeit zusammen haben kann, finde ich auch schön. Ja. Und ich denke, es ist eben ganz wichtig, wieder zu lernen, dass man alleine die Dinge genießen kann, alleine sein kann. Ja, bei mir war es zum Beispiel auch so, wo mit der ersten Freundin so Schluss war, wollte ich immer irgendwie, ja, neue Freundin oder irgendwie wieder Partner oder so. Und ich musste erst mal lernen, einfach mit mir allein klarzukommen. Und ja, erst wo ich dann irgendwie keine Freundin mehr wollte, dann kam wieder eine damals dann. Aber ja, man muss eben wirklich lernen, den Moment zu genießen. Hört ihr das, die Vögel? Voll gut. Und einfach nur die Stille. Ist auch eine wunderschöne Umgebung hier. Ja. Wenn man das genießen kann, dann ist man dazu bereit, wirkliche Beziehungen einzugehen. Und Alleinsein macht frei, macht erfüllt, macht glücklich und macht gerade das Gegenteil von dem, was Leute immer meinen, dass man sich davon abkapseln würde, dann, wenn man es wirklich schafft, also wenn man wirklich lernt, einfach allein zu sein, dann ist es kein Abkapseln, sondern dann gehst du auch nur noch glückliche Beziehungen ein, dann gehst du das ein, was du möchtest und nicht aus Abhängigkeiten, weil du irgendwie Nutzen draus ziehen willst.
Macht's gut, Leute. Ciao.